Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite als erster Referent heute Morgen. Ich möchte Ihnen etwas über unsere Software PlexMap erzählen und wie man damit auch 3D-Daten und Schrägluftbilder verarbeiten kann. Und damit Sie mich gleich nicht mit allzu vielen technischen Fragen löchern, wenn überhaupt, muss ich gleich gestehen, ich bin eigentlich ein Quereinsteiger. Ich bin Diplom-Geograf und Betriebswirt und mache das Ganze eigentlich erst seit 2 Jahren. Ich beschäftige mich ansonsten seit 25 Jahren mit Gewerbeflächenentwicklung und Vermarktung, Immobilienvermarktung. Und da gibt es ein paar interessante Schnittmengen auch zum Thema Schrägluftbilder, 3D etc. Vielleicht können wir dann nachher nochmal drauf kommen. Und deswegen, wegen technischer Fragen, verweise ich gleich auf unseren Workshop heute Mittag. Da ist dann unser technischer Leiter Hannes Reuler da. Wer da Interesse hat, noch tiefer einzusteigen, das können wir da gerne dann machen. Also bitte quälen Sie mich nicht mit ganz so viel Technik und lassen mich heute Morgen, wenn ich das vorab schon mal vorausschicken darf. Worum geht's? Ich will Ihnen kurz ein bisschen was über PlexMap allgemein sagen und auch, was man damit machen kann, wie es aufgebaut ist und mit welchen Ergebnissen am Ende zu rechnen ist, was dabei rauskommt, auch im Viewing, mit welchen Karten oder auch Präsentationsdarstellungen Sie letztendlich dann auch rechnen können. Ganz allgemein, PlexMap ist ein frei konfigurierbares System und Sie können damit eigentlich alle Arten von Geodaten bearbeiten, zweidimensionale, dreidimensional ist völlig egal. Es gibt eine zentrale Datenhaltung, das ist das Backend mit dem Magazine. Da werden die Daten eben gehalten oder eingelagert, wenn ich mal so sagen. Das ist wie ein Storage-System und die Datenverarbeitung im Switchboard, das zeige ich auch gleich noch ein bisschen. Und aus dem Backend heraus können Sie dann das, was Sie wollen, erzeugen an thematischen Karten, an Views, wie auch immer, was am Ende Ihr Ergebnis sein soll und wie Sie es veröffentlichen, ist dann auch verschieden. Sie können es auf Ihrem Desktop lassen, Sie können es ins Internet stellen oder was auch immer damit machen. Wir sind bundesweit unterwegs für kleine und große Städte, kleine und große Kreise. Ein paar Kunden im Ausland gibt es inzwischen auch schon, aber eben hier vor allem in Deutschland. Und unsere Kunden nutzen neben den klassischen Anwendungen eben im Bereich 3D und Schrägluftbilder, also die Viewer, das sehen Sie auch gleich nochmal, vor allen Dingen auch Anwendungen im 2D-Bereich, im Solarkatasterbereich, Gründerkataster oder eben auch jetzt zum neuesten im Bereich Immobilienvermarktung. Und da kommen auch Schrägluftbilder und 3D-Darstellungen zum Einsatz. Vielleicht ganz interessant für diejenigen unter Ihnen, die aus dem Bereich Vermessung kommen und dann immer noch mal einen Blick drauf haben, wer kann eigentlich als Anwender, wer kommt eigentlich kommunal als Anwender bei mir in Frage? Also halten Sie mal ein bisschen im Hinterkopf das ganze Thema Immobilienvermarktung, auch über die Wirtschaftsförderung, da komme ich nämlich selber her. Und Gewerbeflächenvermarktung, Leerstandsvermarktung von Innenstädten ist ein Thema, auch wo 3D-Darstellungen und Schrägluftbilder immer mehr genutzt werden. Zentraler oder Kernbereich und zentraler Baustein von PlexMap ist der gesamte Workflow zur Verarbeitung der Daten. Also Sie sehen hier links erstmal sämtliche Daten, die wir verarbeiten können, die ins System eingespeist werden und dort auch gehalten werden. Egal was es für Daten sind, Sie können sämtliche Daten von 2D- und 3D-Daten da verwenden. Sie können City-GML-Daten verschiedenster Niveaus dann einspeisen, Liegenschaftsdaten, PDF-Dateien, Punktwolken natürlich, Grids, Rasterdaten, Schrägluftbilder und natürlich auch alle Dienste, die zur Verfügung stehen. Diese Open Data, die speisen wir ins System ein. Das ist also der Input, der da hineinkommt. Ach, da haben wir aus der Datenhaltung oder aus diesem ganzen Dokumentenkasten gehen die Daten in die Datenhaltung rein. Das ist der zentrale Bestandteil von PlexMap und von dort aus verarbeiten wir sie. Und von dort aus können wir verschiedene Prozesse laufen lassen mit dem Ergebnis, dass Sie am Ende schön aufbereitete Karten haben oder auch eigene Dienste, die man beispielsweise wieder in irgendein anderes klassisches GIS einbinden kann. Oder eben Webkarten, die Sie dann auch, wie gesagt, verschiedene Weise veröffentlichen können. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sie haben LOD2 oder City-GML-Daten, LOD2-Daten, die Sie am Ende veröffentlichen möchten als thematische Karte mit Gebäudedaten dann noch, Gebäudeumring oder Hausumring beispielsweise noch kombiniert. Und beispielsweise kann man mit PlexMap dann in der Datenverarbeitung diese LOD2s dann mit Schrägluftbildern texturieren, sodass sie dann eben auch entsprechend anschaulich dargestellt werden können. Und wenn Sie dann noch 2D-Daten damit kombinieren, beispielsweise Hausumringe oder andere, die Sie dann einfärben oder Sie gefärben die Gebäude dann selbst letztendlich ein, rot oder farbig, wie auch immer. Also diese ganzen Prozesse sind dann dort über PlexMap möglich mit der Software.
Und das Ganze läuft automatisch ab, wenn Sie es einmal eingerichtet haben. Das heißt, wenn Sie den Prozess gestartet haben über die Workflows, die wir hier eingerichtet haben, können Sie im Grunde genommen alle Daten, die Sie einspeisen, jederzeit aktualisieren. Also beispielsweise CTGML oder LOD2 ist ein neues Paket da, Sie ziehen das, ist ja automatisch sowieso verbunden, Sie ziehen es aus dem Open Data Bestand der Länder ins System rein, drücken einmal auf Ihr Knöpfchen, ist ganz einfach und der gesamte Prozess der Bildverarbeitung bis zum Ergebnis im Layer oder im Viewer läuft dann automatisiert ab, ohne dass Sie da wieder irgendwas zwischendurch machen müssen oder einspeisen müssen. Das ist dann ein Knopfdruck, wenn Sie es wollen. Im Backend selber haben wir eigentlich das Storage, die Lagerhaltung. Im Backend selber finden Sie letztendlich verschiedene Systeme, verschiedene Ebenen. Das ist wie so eine Ordnerstruktur auch, die Sie dort aufbauen können, wo Sie die Daten dann auch halten und für die Prozessbearbeitung dann auch immer wieder abrufen können. Und für jeden Prozess wird eine neue Versionierung angelegt. Das heißt, alte Datenstände gehen somit nicht verloren. Man kann immer mal zurückgreifen und sagen, ach, das war dann eigentlich vor einem halben Jahr. Was habe ich da denn gemacht? Oder welche Daten habe ich da eingeladen? Und es ist manchmal ja ganz gut, wenn man zumindest nochmal schauen kann, wann ist was passiert. Manchmal geht doch was verloren irgendwo oder man möchte noch was aktualisieren. So kann man dann immer nochmal auf einen älteren Bearbeitungsstand zurückgehen. Und natürlich kann man im Backend, wie in jedem System auch nötig und erforderlich, verschiedene Nutzerrechte für verschiedene Nutzergruppen zuteilen, innerhalb von Verwaltung, innerhalb von Unternehmen, innerhalb von Abteilungen, lesen, schreiben, was auch immer, Administratorenrechte, das ist da überhaupt kein Problem. Hier sehen Sie kurz den Aufbau auch des Backends, mal am Beispiel. Es gibt also die klassischen Ordnerstrukturen, das heißt, ich befinde mich hier im Magazin, das heißt, das ist die Lagerhaltung. Und dort eben das Ganze so aufgebaut, es ist für alle Arten von Daten auch immer gleich. Das heißt, ich muss mich nur einmal mit dem System befassen und dann kann ich alle Daten immer nach dem gleichen System lagern, verarbeiten und veröffentlichen. Das heißt, ich habe Ordnerstrukturen, wieder Unterordner, ich kann dann auch in den Ordnern, das sind diese Symbole, also das ist ein Ordner, da wo ein Symbol ist, ist ein Depot, was ich anlege, wo die Daten dann tatsächlich auch gespeichert sind. Und da gibt es halt ganz verschiedene, das können Vektordaten sein, Rasterdaten, hier als Bild zum Beispiel, das können Punktwolken sein, das können Meshes sein, das ist eigentlich egal, was Sie da einlagern und auch die Menge der Daten spielt da keine Rolle, das System ist so leistungsfähig, dass also auch sehr große Datenmengen verarbeitet werden können oder eben auch eine große Anzahl von Attributen da vergeben werden kann. Und wie gesagt, die Benutzeroberfläche ist für alle Daten gleich und im Grunde genommen diese beiden, Magazine und Switchboard, die beiden Hauptbestandteile, mit denen Sie dann arbeiten. Das sieht dann so aus, jetzt beispielsweise für die CityGML-Daten, für die Gebäudemodelle. Hier, man hat halt eine Übersicht über die Daten, man kann scrollen, man kann suchen und es gibt natürlich auch Attribute zu den Daten. Sie können das auch tabellarisch anzeigen lassen, sodass Sie im Grunde genommen auch immer gleich sehen, welche Eigenschaften haben die eingelagerten Daten, die ich verarbeiten möchte. Und es ist auch für große Datenmengen überhaupt kein Problem. Und so aufgebaut, ob das jetzt beispielsweise Polygone sind oder Punkte, Sie sehen dann halt immer das Objekt und dann, wenn Sie draufklicken, auch die entsprechenden Eigenschaften. Die Datenarten, die wir haben, schon so ein bisschen erwähnt, sind ja wie gesagt aus dem 3D-Bereich, aus dem 2D-Bereich sehr umfangreich, die wir verarbeiten können. Oder eben auch klassische Dienst- und Punktwolken, also CityGML-Daten, letztendlich auch jede Art von Shapes, natürlich auch 3D-Teils, ganz wichtig, auch für große Datenmengen dann bei 3D-Darstellung. Die klassischen Dienste, meistens Open Data, die wir dann einbinden können und einknüpfen können, aber eben auch klassische 2D-Formate, wie man sie aus sämtlichen GIS-Darstellungen auch kennt, QGIS, ACGIS, wie auch immer, Shapes. Und Sie können in der Regel fast alle Datenarten sowohl importieren als auch wieder exportieren. Das heißt, wenn Sie einen Verarbeitungsprozess durchgeführt haben und Sie haben eine eigene View erstellt, eine eigene Karte erstellt und möchten dann die Enddaten wieder exportieren, dann geht das relativ einfach. Sie können wieder ein Shape draus machen oder ein GeoJSON, was auch immer dann in dem Fall. Und können das dann oder einen eigenen Dienst, ein WFS oder WMS, den Sie dann auch, wie gesagt, woanders wieder mit einbinden können. Es gibt ein paar kostenpflichtige Erweiterungen, aber da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Das Switchboard selber ist, wie gesagt, die Benutzeroberfläche, wo Sie die Datenverarbeitung laufen lassen können. Und
Es gibt über 300 Funktionen, die Sie variabel miteinander kombinieren können, je nach Datenart. Also für 3D-Funktionen oder 3D-Daten gibt es natürlich andere Funktionen als für 2D-Daten. Aber es ist halt so weit automatisiert, dass das Ganze dann eben auch tatsächlich automatisiert ablaufen kann. Wie gesagt, diese einzelnen Verarbeitungsschritte lassen sich dann per Knopfdruck dann in einem Workflow dann wieder ablaufen, sodass Sie dann eben auch beispielsweise nach einem Jahr Daten aktualisieren können. Sie drücken einmal das Knöpfchen und die Karte ist dann sofort mit den aktuellen Daten gespeist. Und Sie können zwischendurch natürlich auch, bevor Sie zum Endergebnis kommen, jeden einzelnen Verarbeitungsschritt nochmal zwischenvisualisieren, um einfach zu schauen, das wird dann ein einzelner Layer sein. Dann können Sie eben gucken, bevor Sie mehrere Layer zusammenführen, wie sieht es jetzt aus an der Stelle. Das ist so diese Preview, damit man dann auch nochmal eine Möglichkeit hat, dann nochmal zwischen zu kontrollieren. Also zur Datenaufbereitung jetzt nochmal ein, zwei Beispiele. Aber hier das Thema Schrägluftbilder. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wir haben zwei Arten von Daten, die hier reingehen. Das ist einmal die Datenquelle für die Schrägluftbilder selber, die wir brauchen, die irgendwo gelagert sein müssen oder herkommen. Das ist hier ein Beispiel für ein 3D-Leerstandskataster auch für die Stadt Hameln. Und Sie haben die Trapeze, die Sie gespeichert haben, beziehungsweise die wir dann im Depot haben. Ein bisschen klein, von hinten vielleicht nicht ganz zu sehen, aber Sie kriegen die Präsentation ja auch noch. Die Trapeze werden ausgegeben, ich lade sie da rein ins System. Ich habe vier Himmelsrichtungen und im Grunde genommen mache ich nichts anderes, als aus den vier Himmelsrichtungen der Trapeze vier einzelne Layer zu machen. Die kombiniere ich dann mit den Schrägluftbildern und in jedem Layer habe ich dann letztendlich dann gleich die passende Darstellung nach den vier Himmelsrichtungen und führe das Ganze dann in einer View zusammen, so wie die klassischen Views dann, die ich gleich nochmal kurz anreiße, Bonn in 3D zum Beispiel, wo Sie dann alles genau sehen können und in einer View, in einer Darstellung. Wenn Sie... Genau. Hier will keiner abfliegen, außer nachher, Herr Wenfer, Sie wollen heute überlegen, ob ich das richtig verstanden habe. Aber das war nicht Ihr Abflug, der sich hier noch nicht. Wenn es darum geht, 3D-Teils zu importieren, ist das auch nicht so wahnsinnig schwierig. Es gibt halt hier auch die Quelle, die wir haben müssen. Und die speichern wir einfach in einem Layer und der Layer wird dann visualisiert. Und dann haben wir im Grunde genommen dann auch das Mesh drauf, was wir dann zeigen können. Das ist ein relativ schneller Verarbeitungsschritt auch an dieser Stelle. Bei einem Leerstandskataster hier nochmal als drittes Beispiel, ein 3D-Leerstandskataster, haben wir hier nochmal einen etwas anderen Bearbeitungsschritt. Das heißt, ich habe beispielsweise Daten, die liegen dann kommunal meistens in der Excel-Tabelle vor. Die kann ich als Excel-Tabelle direkt importieren oder als CSV und lade die Daten. Ich habe da eine ganze Menge von Attributen drin, die ich natürlich brauche, auch für so einen Kataster, dann auch für so eine 3D-Darstellung letztendlich. Und ich lade mir die Tabelle rein. Da ich auch einen Rechts- und einen Hochwert dabei habe, kann ich die natürlich dann auch geokodieren. Das heißt, ich mache aus den beiden Spaltenwerten einfach entsprechende Punkte, die ich mir dann auch in der Karte anzeigen lassen kann. Und damit ich das Ganze auch noch mit dem Gebäudegrundriss verschneiden kann, lade ich die entsprechenden Open Data rein für die Gebäudegrundrisse. Das sind dann Liegenschaftsdaten aus den Alpes-Daten, Liegenschaftskatasterdaten. Und das beides führe ich dann quasi zusammen, sodass ich den georeferenzierten Punkt und die Liegenschaftsdaten, die Umrisse der Gebäude, die Gebäudeumringe dann übereinander gelegt habe und kann das Ganze dann noch so kombinieren, dass ich die Attribute aus der Excel-Tabelle natürlich dann auch wieder in den Gebäudeumringen, die als externe Daten Open Data gewesen sind, natürlich wieder drin habe, damit die Daten noch nicht verloren gehen. Das Ganze speichere ich und visualisiere ich dann in der View. Und wenn man es einmal eingerichtet hat, ist es relativ schnell, wie gesagt, machbar. Ich klicke einfach hier am Anfang auf den Prozess und der läuft automatisch ab und das Ergebnis wird mir dann direkt in der View angezeigt. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal ein paar Beispiele. So sieht das beispielsweise aus bei diesem Leerstandskataster. Ich habe also eine 3D-Darstellung des Stadtmodells, das ist hier Hameln, die Rattenfängerstadt, und habe einzelne Gebäude, die Leerstände sind, hier so texturiert, dass sie hier rot hervorstechen. Kann ich auch eine andere Farbe nehmen, ist egal. Und habe tatsächlich dann aber auch noch die Informationen aus der Attributtabelle, die Eigenschaften, also Gebäudegröße, Verkaufspreis oder Kaltmiete, Nebenkosten und so weiter, sodass ich da im Prinzip Inhalte und Optik auch miteinander verbinden kann. Das ist natürlich für die Vermarktung
sehr attraktiv. Gerade viele Kommunen werden momentan gefördert in Deutschland über Innenstadtprogramme, um Leerstände zu vermarkten. Hier bietet sich sowas natürlich sehr gut an. Oder Bonn in 3D, klassische Darstellung der 3D-Viewer mit verschiedenen Funktionalitäten. Kann ich Ihnen auch gerne noch mal ein bisschen mehr am Stand zeigen. Oder auch Stuttgart in 3D, wo wir zwei Ebenen auch anzeigen können. Einmal das klassische Mesh, aber eben auch CDGML-Daten und dann auch hin und her springen können in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Viewern. Oder auch ein schönes Beispiel Basel, auch mit eingefärbten Gebäuden für Neuplanung. Also das sind Gebäude, die erstmal geplant werden sollen oder noch in der Planung sind. Die kann ich dann auch schon so weit visualisieren, quasi als externe Daten darstellen, dass sie dann auch im Stadtbild dann 3D-mäßig auch schon angezeigt werden können. Das war es eigentlich schon, was ich Ihnen erzählen wollte. Ich hoffe, es war informativ. Ich freue mich oder würde mich freuen, wenn nachher noch ein paar Leute zu unserem Workshop kommen heute Mittag. Da ist dann Hannes Breuer da, unser technischer Leiter, und der beantwortet Ihnen gerne auch noch die technischen Detailfragen. Dankeschön.